Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Luigi's Mansion 2 HD. Wir haben das letzte Mal den Prolog und nun geht's los mit Schreckweg 0915. Na dann, wer wird denn gleich vor ein paar müden Geistern bibbern? Nun, ich gebe ja zu, es sind eher Hunderte statt nur ein paar, wohl auch mehr Rüde als müde. Ich bin allerdings mehr müde als Rüde. Also passt dann wieder. Nein, ich bin nicht müde, ich bin voll geladen für dieses Spiel. Aber wir schaffen das schon. Mit meinem Krips und deiner ist mein, Hüstel. Nun ja, die Sache wird wohl nicht so einfach sein wie erwartet. Oh, das war gerade ein mieser Schrond. Aber es hilft nichts. Der Fenstermond muss wieder leuchten. Und das schaffen wir nur mit der richtigen Ausrüstung. Ja, ja. Leider befindet sich mein neues Streckwerk 0915 noch in der Kruse-Villa. Aber nun, da sich der vermaledeite Nebel versogen hat, kannst du ihn dir einfach dort schnappen. Okay, okay, okay. Dann weiß ich mal Bescheid. Und da mal jetzt wieder die Gameboy. Ist ja nicht cool. Voila. Elegant, oder? Dieses von mir persönlich erdachte DS-System. Ach, Digga, was für Gameboy. Hat einfach gerade Gameboy gesagt. Ich meinte natürlich Nintendo DS. Ich habe einfach einen Hänger, weil spät abends. Also dann dieses DS-System halt hilft dir dabei, dich in der Grusel-Villa zu Rest zu finden. Und mehr noch, es fungiert sogar als Fernspress-Einrichtung. So bleiben wir sogar noch in Kontakt. Und weil dort, ich dachte, Nintendo hat was gegen One von der Konsole. Und dann hat der Professor selbst bei der einer rumgemault. Okay. Und weil dort nicht gerade die Mittagssonne sein, nimm lieber diese Tassenlampe mit. Gut zu wissen. Fein, fein. Da war wieder das erste Schema aus mir. Boah, das ist ein wilder Klingelton. So. Gut, dann markiere es umgehend einen wichtigen Raum für das. Okay, hier siehst du also die Garage. Genau dort solltest du das Schreckwerk 0915 finden. Besser als 0815, ja. Alles Paletti, mein Lieber. Alle Klarheiten beseitigt, dann transportiere ich das jetzt zu Kruse-Villa. Mit meinem Nagelnagelneuen Wuchselporter. Damit gelangst du überall hin. Schön. Zwar ein Handlissen, Bitblöckchen, ich meine Minecraft-Blöckchen, Voxel für Voxel, sozusagen. Hoffentlich verwachsele ich mich diesmal nicht. Dann halte mal deine Kappe fest mit beiden Händen, wenn ich bitten darf. Wie hier einfach aus der Wachungskamera rauskommen, Silic. Da ist sie also, die gruselige Villa. Huhahaha. Oh boy. Das kannst du laut sagen, ne? Jetzt so trickerhaft, dass er mit dem Stick hier nur Luigi mit dem Rest des Stück Luigi umdrehen kann, nicht die Map, wie es ja bei neueren Teilen der Fall ist. Hello? Das ist halt so blöd gemacht, aber okay, muss man erst dran gewöhnen, dass man die Kamera nicht drehen kann. Das ist so schön in neuen Games, dass es geht. Ich werde anrufen. Das klingt ganz cool. Thank you.
Ja, gut, nehmen wir an. Der ist viel zu wild. Der Kumpel von mir hat noch einen Klingelton, der ist viel zu wild. Luigi, bitte komm. Luigi, hörst du mich? Etwas schärfer stellen, etwas weiter weg. Ja, jetzt sehe ich dich. Ich fürchte schon, der Akku deines DS-Systems sei am Schwächeln. Aber wenn man die Helligkeit runterdreht, geht's ein wenig besser. Aber was ist denn das mit dir? Hast du etwa Angst? Ich hab's endlich mal gemerkt, Snickschnack! Zaghaftes Herumschleißen bringt uns nicht weiter. Drücke beim Gehen B, um zu rennen. Und jetzt ab. Im Sausesritt, ja? Okay, mit B kann gerannt werden. Und das sollen wir also tun. Auch so schlimm, dass man Sachen mit X öffnen muss, ey. Die Steuerung ist ja schon belastend. Aber, da geht's nicht durch. Sehr interessant. Lupfen wir mal an. Immer noch nichts, okay. Schauen wir uns da ein bisschen um. Dann mal hier. Eine Vase, okay. Immer Fenster. Und mehr ist jetzt ehrlich gar. Oh, ich will immer die Kameraperspektive ändern. Das geht einfach nicht. Jetzt sind so schlimm. Ich werde es angerufen. Da ist also irgendwas. Gucken wir doch mal rein. Aha, da sorgt ja einfach, wild der Geist einfach im Auto. Das finde ich ja cool, dass wir mit dem Controller das so steuern können. Okay, jetzt hat natürlich Angst, wir haben die ersten Geister gesehen, ist ja ganz klar. Okay, viel mehr scheint hier nicht zu sein. Immer noch an auch so was heißen, deswegen schauen wir noch mal rein. Groß. Aber die Tür scheint auf jeden Fall mal nicht versperrt zu sein. Das ist immer gut zu wissen. Wen haben wir denn hier? Aha, eine Maus und die hat einen Schlüssel. Na, Hallöchen! Natürlich tut es Luigi, der Tollpass lässt erstmal erschrecken. Tja. Alles gut. Müssen wir erstmal die Maus fangen gehen, aber aha. Nein, der war schlauer wie wir. Und da haben wir sie erwischt, jawohl, da haben wir den Schlüssel. Maus, brauchst doch keine Angst haben. Von hier wollen wir noch gar nichts. Wir wollen nur den Schlüssel, um ins Haus zu gelangen. Und da geht's jetzt rein. Was war das? Wer weiß, was uns hier jetzt erwarten wird. Hallo? Hallo. Nur willst du nicht so rumbrüllen? Nun sind wir also im Haupteingang. Ein bisschen in die Garage. Werden wir wohl durch diese Tür müssen. So. Und da ist er ja. Unser Schreckweg 0915. Das ist doch sehr schön. Hi, Dude. Das hört sich doch schön an. Und jetzt freut sich der Luigi. Aber lange wird seine Freude nicht. Halt, aber erst bekommen wir einen Anruf. Super. Super. Das hätten wir. Gut gemacht, Luigi. Dies ist der neue Sackwerk 0915. Saugstärker denn je. Und kinderleicht zu bedienen.
Halte einfach ZR, um es zu saugen. Bevor du die Geister des Fürsten lehrst, probier ihn doch erstmal aus. In der Garage liegt sicherlich allerlei Unrat und Kerrist der ideale Feldversuch. Bei Geister haben wir auch so völligerweise. So, jawohl, ist mal fett alles eingesaugt. Hier ist auch noch ein bisschen Unrat. Von der Tür erstmal sind aufgeräumt. Okay, dann können wir wieder hier steuern. Die Steuerung ist das alles sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Die braucht noch ein bisschen, bis ich die drauf habe. Okay, ein bisschen mehr Staub ist hier nicht drin. Okay, muss mal mehr saugen. Ja, weiter weggehen und dann. Ah, okay, da hat man Sachen eingesaugt. So geht das also. Und da ist ein Schlüssel in der Truhe. Jawohl, den werden wir nämlich bestimmt gleich brauchen. Sehr schön. Also langsam nervt es schon, dass wir eben angerufen werden. Ist ja schlimm. Na, wie läuft's mit dem Strikeback 0915 Luigi? Ein tolles Ding, nicht wahr? Wir haben das doch erst 3 Minuten ausprobiert. Ein bisschen mehr Zeit, bitteschön. Geister jagen ist damit ein Riesenspaß. Ich verspreche es dir. Eigentlich sollten ja ein paar in der Nähe sein. Sieh doch mal ein wenig um. Wie wär's? Ach, und wenn du nicht weiter weißt, ruf mit Plus mal das Pausenmenü auf und lies dir durch, wie man spielt. Die jungen Leute, probiert zwar lieber alles einfach aus, aber Theorie zu kennen ist sehr wichtig, glaubt mir. Okay. Gut. Ja, hat sie den Rest in der Tat, dass wir jungen Leute immer mehr ausprobieren. So, ist hier irgendwas drin, was man gebrauchen könnte? Dann wollte ich vorschlagen, jetzt wurde der Übel aufgeht in die erste Geisterjagd. Denn ich denke mal, dass hier nun der Schlüssel öffnen wird und dann werden wir wohl die ersten Geister sehen. Grusel. Und da sind die ja schon. Sehen da ganz freundlich aus. Spielen ein bisschen rum. Aber ich glaube, das wird sich gleich ändern mit der Freundlichkeit. Wir sind uns immer noch nicht gleich angefallen. Das ist mal ein gutes Heißen. Ne? Okay, das ist sehr gruselig hier. Aua! Muss ich einfach nur schnell unterwegs sein, da klappt es nämlich auch. Wir müssen nicht ganz so dumm anstellen zumindest. Weil ich komme aus dieser Tür noch gar nicht mal durch. Wir werden wieder angerufen, vor allem ist es auch dunkel irgendwie bei mir hier. Diese Tür kannst du nur mit einem Schlüssel öffnen, mein Lieber. Geister versteckt Schlüssel für ihr Leben gern. Geh nochmal durch die ganzen Zimmer und such alles gründlich ab. Drücke dabei auch X und B, um nach oben oder unten zu. Bist du bei mir so dunkel? Ich muss kurz was sagen, weil das Bild ist nämlich so dunkel. Ja, Tatsache, es liegt wirklich ein bisschen. Oh, warte, muss ein bisschen aufpassen. Was ist eigentlich bei Screenscreens wieder los? Jetzt gerade erst, das dann der Müll. Das ist mir nicht mal ein bisschen bei der Nähe. Jetzt ist es. Keine Ahnung, das müsste bis zum nächsten Mal. Wie? Wir sind so fix mit dem blöden Greenscreen oder was? Das ist jetzt sogar so. Sehr schön. Ja, noch nicht so wirklich. Da bist du mal wieder hier satten. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Ich weiß nicht, ist mir auch wurscht. Fakt ist, mein Bildschirm ist viel zu dunkel eingestellt dafür. Dass es hier ansatzweise irgendwas gesagt sehen wird.
Aber wo ist jetzt hier der Schlüssel? Ist die große Frage der Fragen. Vielleicht müssen wir auch einfach in einen ganz anderen Raum erstmal gehen. Find mal das heraus, dann sind wir bald lieber schnell. Als sicher ist sicher. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen Raum. Was ist denn hier? Eine Form von der Tür? Wird doch bestimmt eine Tür dahinter sein. Ha! Was für ein Zufall, nenne ich es mal. Sind wir also im Garteneingang gelandet. Und da mal wieder ein neues Herz, was richtig und wichtig ist. Vielleicht gibt es hier gleich noch eins. Wer ist das Höhen? Nö, das gibt. Was ist das? Ah, auch immer sehr interessant ist. Boah, die Münzen kann man auch immer holen. Das ist auch immer das, was sinnvoll. Und ein Teppich. Den kann man nicht holen. Wäre so schön, um wahr zu sein. Hier kommt man nicht rein, aber was haben wir denn hier? Wer weiß, wer weiß. Haben wir noch ein paar Sachen zum Wegziehen, das machen wir immer gern. Weil es jetzt in dem Fall nichts bringt. Bestimmt irgendwo. Ah, sehen wir ein, was da oben ist. Das hier. Da runter. Jawoll, da ist er ja. Den Schlüssel, den wir brauchen. Oh. Kann man die auch einsaugen? Jawoll. Mit X durch die Tür. Aber okay, jetzt haben wir einen Schlüssel gefunden. Und nun können wir also auch mit Vollkaracho zack, zack, zack durch diese Tür gehen. Und was wir dort finden werden, das sehen wir im nächsten Part von Let's Play Luigi's Mansion 2 HD. Bis dahin, macht's gut und ciao!